Hallo und einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Tag oder Abend. Mein Name ist Sauberzi. Herzlich willkommen bei AGF Radio TV. Der Sommer schlägt zu, die WM fängt an. Newstechnisch gab es gar nicht so viel, aber das, was es gab, hat es in sich. Wir legen los. Und zwar mit Kerbholz. Also die News werden jetzt am Sonntag aufgenommen. Ich gehe davon aus, dass zum Ticketvorverkauf für die neue Tour, die dann im April nächstes Jahr stattfinden soll, vielleicht schon weitere Informationen da sind, denn es ist ein Bild auf Facebook veröffentlicht worden von einem Bauzaun-Banner, der auf dem Kerbholzheim-Spiel stand, auf dem eine neue Tour angekündigt worden ist. Was sie noch offen lassen ist, ob es dazu ein Album geben wird. Aber es sind Zeit für neue Melodien und deswegen sind wir sehr gespannt. Sollte es im Laufe des Montags noch ein News-Update bekommen, seht ihr jetzt hier das Albumcover und vielleicht sogar auch schon den Tag, an dem es veröffentlicht wird. Aber wie gesagt, ich wusste es nicht. Die Jungs waren für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Und so müssen wir abwarten, was da kommt. Auf jeden Fall Tour nächstes Jahr im April. Tickets ab jetzt quasi für euch verfügbar. Alle Links unten in der Infobox. Aus dem Hause Freiwild gibt es auch mal wieder was Neues. Da ist es natürlich in den letzten Wochen etwas ruhiger geworden, denn Tour vorbei, jetzt stehen noch die Festivals an. Aber ein neues Musikvideo gibt es und zwar zu dem Song Fick dich und verpiss dich. Und dazu gibt es nicht nur ein neues Musikvideo, sondern auch eine ganze Reihe an T-Shirts mit eben diesen Motiven drauf in den unterschiedlichsten Farben. Ich habe euch den Link zum Newsletter unten reingepackt, da könnt ihr alles nochmal in Ruhe nachsehen. Die Assi und Charmant Rocknacht war ja ein voller Erfolg fürs erste Mal. Es wird eine Wiederholung geben. Nächstes Jahr, nämlich am 6.4. findet dann die zweite Assi und Charmant Rocknacht statt. Und auch AOP sind wieder auf Tour. Die gehen nämlich im Herbst, Frühwinter, wenn man das so nennen darf, zusammen mit Venterra auf große Deutschland-Club-Tour. Alle Tourtermine und Infos findet ihr unten. Ja, und dann ist der Krawallbär wieder da, und zwar im Jubiläumsjahr, denn seit 5 Jahren gibt es nun die Figur Krawallbär schon, inklusive der T-Shirts und der Spendenaktionen. Und auch dieses Jahr gibt es natürlich wieder T-Shirts oder die Möglichkeit, so für euch zu spenden. Die Seite ist seit letztem Sonntag wieder freigeschaltet. Es gibt 2 neue Motive, eins anlässlich des 5-jährigen Jubiläums und ein anderes, das halt wieder anders aussieht. Sie wechseln da ja in den Jahren immer kräftig durch und die unterschiedlichsten Stile kommen damit rein. Also schaut mal vorbei, geht ja wie immer an einen guten Zweck, an das Kinderhospiz Bärenherz. Ich werde dieses Jahr auf jeden Fall auch wieder zuschlagen, denn ja, ab und zu kann man auch mal was Gutes tun, gell? Also nicht, dass ihr jetzt alle was Schlechtes macht, ihr wisst schon, wie ich das meine. Ja, und damit wären wir auch schon bei den Festivals. Da gibt es eigentlich gar nicht so viel, und zwar eigentlich nur, dass der Geländeplan der GOND nun online ist und ihr schauen könnt, wo ihr denn dieses Mal zelten wollt. Tja, und auch Termine sind sehr, sehr wenige. Ich habe nur einen einzigen Termin gefunden und das ist am 16. Juli die Heiligen Dämonen, die in Malsch für euch spielen werden. Und ja, damit wären wir auch schon wieder am Ende der Sendung. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen Spaß gemacht. Ihr fühlt euch ausreichend informiert. Mal gucken, ob es nächste Woche wieder etwas mehr gibt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Falls ihr nichts mehr verpassen wollt, dann drückt doch den Abo-Knopf, der sich hier befindet. Ansonsten, ja, wünsche ich euch eine schöne Woche, nicht zu schlechtes Wetter und dann hören wir uns hoffentlich morgen zu meiner Sendung und sehen uns nächsten Montag wieder zu den News. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Sauberzi.